So, herzlich willkommen zu Let's Play Dragon Age, Lilianas Lied mit mir, dem Endking. So, ich hoffe, euch hat das Hauptspiel gefallen, beziehungsweise mein Let's Play davon. Ich fand das Spiel auf jeden Fall ultra mega geil und ohne ganz so viel rumzureden, würde ich sagen, starten wir mal Lilianas Lied. Es geht darum, kurze Info, es geht darum, was Liliana in Orlais getrieben hat und wie sie mit Marjolaine zu tun hatte, beziehungsweise wie ihre Beziehung, Anführungszeichen, mit ihr aussah. Wir hatten ja erfahren, dass sie nicht immer so liebevoll ist, liebevoll war. Und ja, wir mal gucken, was hier auf uns wartet. Ich habe es noch nicht gespielt, also, naja. Alles klar, starten wir mal. Wollt ihr ein Geheimnis erfahren? Diese Geschichte handelt von der Torheit. Ich kenne die Ereignisse und die Wahrheit, aber das Ende kenne ich nicht. Lasst sie mich erzählen und vielleicht finden wir es gemeinsam heraus. Wirklich nett. Monate der Planung und Gefälligkeiten. Alles ist vorbereitet. Ferelden wird lernen, dass Orlais das Spiel beherrscht. Aber nach unseren Aufträgen und einer persönlichen Angelegenheit gehört der Rest danach dir. Bist du dem gewachsen, meine Schöne? Du weißt, ich bin zu allem bereit. Ja, das bist du. Dank mir. Ich beobachte dich. Enttäusch mich nicht. Ich liebe es, wie sie geht. Da geht mir der Stein auf. Bitte. Der Stein auf. Ach du Scheiße. Haltet beide die Klappe. Wir haben einen weiten Weg hinter uns. Erfüllen wir unseren Auftrag. Die Kunden wollen ein wenig Diebstahl. Beleidigungen. Und einen Schuss Rache. Augen auf. Wir kennen unsere Ziele. Suchen wir sie. Die Waren, nach denen wir suchen, werden in diesem Viertel gelagert. Okay, das ist jetzt mal irgendwie total strange für mich. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir machen sollen. Ich werde erstmal hier die Fähigkeiten verteilen. Anscheinend ist Liliana jetzt hier mit zwei Schwertern unterwegs. Normalerweise spiele ich sie ja mit... einem Bogen. Und ja, mal gucken, was wir hier so alles machen können. Ja, Verstohlenheit können wir mal aktivieren und von mir aus zwei Waffen geschickt. Boah, die ist ja Level 1 oder sowas. Das ist ja mal mega kacke. Okay. Nun ja, machen wir mal auf. Komm, zwei Waffen streich, alles klar. Und die beiden Deppen, was sind das für Typen? Tack. Tack, wer heißt denn Tack? Also bitte. Ist jemand lächerlich hier. Was ist das für ein Typ? Ja, ist anscheinend hier der... Alistair-Ersatz. Ich glaube, ich wähle einfach mal diese Sachen da aus und wir haben hier so einen komischen Magier-Elf. Sieht irgendwie ein bisschen gay aus, aber egal. Okay, was hat er drauf? Er hat gar nichts drauf. Was ist das für einer? Heftig. Nun ja, wir werden unser Bestes geben hier. Oh, ich habe 6 Zauber zu verteilen. Ja, ich wähle jetzt einfach mal irgendwas aus. Gruppenheilung, Wiederbeleben. Ja, das hier. Bevor ihr mir abkackt, mache ich mal Steinrüstung und Feuerball. Das geht natürlich gerade nicht. Und Steinfaust. Komm, irgendwas. Alles klar. Dann schauen wir mal. Also, die ersten Quests, die wir aufhaben hier, Lilianas Lied, das Spiel. Erfülle deine Aufträge auf dem Markt.
Nach Monaten der Vorbereitung habt ihr das orlesianische Spiel der Intrigen nach Denrim gebracht. Ihr habt für diese Nacht mehrere Aufträge, die von Rache über Diebstahl bis hin zu simplem Chaos reichen. Marjolaine ist davon überzeugt, dass du ihre Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern sogar übertreffen wirst. Du bist nicht ohne Grund ihre Lieblingsschülerin. Ja, wir haben es ja schon gesehen. Liliana und Marjolaine haben ein, ja, sehr seltsames Verhältnis, beziehungsweise besonderes, wie man es nimmt. Und ja, ich habe da so eine Vermutung. weiß nicht, ob ihr da auch gerade dran denkt, woran ich denke, aber nun gut, das behalte ich erstmal für mich. Demütige Ben Perrin und seine Wachen. Ein olesianischer Adliger will, dass du einen ferrischen Ben für seine Respektlosigkeit bei einem Empfang bestraft wird. Ja, statuiere an Jovi Maris ein Exempel. Und was klauen und was hier? Marjolaines Rachefeldzug. Ja. Wir müssen also total viele Scheiße bauen hier in Denrim. Ach, ich dachte, wir würden in Ole starten oder so. Aber auch schön. Die Wachen warten nur auf einen Vorwand, um ihre Klingen ziehen zu können. Okay, hi, alles klar? Es ist eine ruhige Nacht. Och Mensch. Und ich will, dass das so bleibt. Ja, ich aber nicht, Mensch. Ein bisschen Party oder sowas. Also ja, Mark von Denrim kennen wir ja nur nicht bei Nacht. Also müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass die Wachen uns nicht bei unseren Missetaten, ne, nicht Missetaten, unseren Untaten, wie man es auch nimmt, erwischen. Mal schauen. Vielleicht kann ich auch einfach hier Verstohlenheit aktivieren, dass sie mich nicht sehen. Aber die Musik ist mal mega geil. Erinnert mich irgendwie an... Woran erinnert mich das? Nicht an Rayman? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall klingt die sehr mysteriös. Doch, die erinnert mich total an Rayman 2. Mega geil. Herausragende Importwaren. Der Mann ist wirklich von sich überzeugt. Stehlen. Oh, das ist Totenschmuck. Totenschmuck? Interessiert das irgendwen? Also ich glaube, das hat keiner gesehen. Oder sprechen die uns nochmal an hier? Ach so. Jetzt kommen die alle angerannt. Ach so ist das. Alles klar, ihr wollt aufs Maul, kein Problem. Christine! Oh, das scheint sehr heftig zu sein. Hier bin ich. Und, mich würde aber doch trotzdem mal interessieren, ob wir es auch schaffen, wenn wir, also ob wir es schaffen, uns nicht erwischen zu lassen. Das fände ich mal interessanter. Deswegen lasse ich das erstmal hier mit dem Klau des Schmucks da. Und gehe erstmal hier hinten hin, da war doch irgendwas. Hier wachen, da ist ja unser Adliger. Ich wusste, dass irgendetwas faul ist. Lass sie nicht in meine Nähe. Okay. Also hier muss man auch die ganze Zeit kämpfen, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich dachte, wir sollten ihn demütigen, aber anscheinend ist das der Typ, den wir töten müssen, oder? Ey, wo seid ihr denn? Habt ihr beknackt oder was? Ja, genau, die stehen da einfach rum und ich darf mich hier abmetzeln. Ist klar. Kommt mal an den Start, Jungs, ey, unglaublich. Bin gleich hier tot und die stehen noch ganz hinten. Hallo? Wie beknackt sind die denn? Also irgendwas stimmt ja nicht. Hilft mir doch! So, als Liliana kann ich ja hier derbe geile Rotan-Kombos aktivieren. Nein, die Kombos habe ich glaube ich nicht. Also was in der Art. Flap! Wo ist der Magier? Der Magier kommt erst noch. Eine Scheiße. Verstohlen im Kampf nicht aktivierbar, okay. Dann kriegt er erstmal derbe aufs Maul. Unter der Gürtellinie, sofort. Widerstand, ach du Scheiße. Es sind genug für alle. Was für ein Spaß, aber wäre es zu niveaulos, ihn zusammenzuschlagen? Aha. Du hast Ben Perrin wie gewünscht gedemütigt, hä? Das genügt zwar, um den Auftrag zu erfüllen, aber vielleicht kannst du ja noch mehr tun, um seine Schande zu vergrößern und Marjolaine zu belustigen. Das Einzige, was Adeligen wirklich wehtut, ist, wenn man auf ihrem Ruf herumtrampelt. Ach so, er schläft? Man sieht diese ZZZ, oder? Fragwürdige Unterkleider. Aber die Musik ist so laut, verdammt nochmal. Diese Unterbekleidung verfügt über eine unanständige, mit Spitzen verzierte Schamkapsel, die sowohl einschreckend als auch vergrößernd wirkt. Was? Ach du Scheiße, das Kleidungsstück ist der Gipfel der Anschlüssigkeit und nur in intimster Gesellschaft vorzeigbar. Mitteilung der Kirche. In dieser Belobigungsschrift dankt die Kirche Mann Perrin für seine beständige moralische Integrität und Großzügigkeit. Sie freut sich außerdem schon auf seine nächste Spende. Wenn wir sie an einem amüsanten Ort hinterlassen, ist das ein und dasselbe. Okay. Also ist der Kampf hier eigentlich total unausweichlich. Ich glaube, ich sollte mal mich verpissen hier. Oder kann ich irgendwie was trinken oder sowas? Ja.
Wir haben hier ein paar Wundumschläge. Jawohl. Nein, es betäubt. Scheiße. Schnell mal irgendwas machen. Am besten Flammenschlag auf alle. Jawohl. Los, gib ihn. Und Alter. Wieso gehst du nicht mal dran hier? Und Liliana genauso. Ob die auf irgendwas warten würde. Naja, aber anscheinend kommt man an den Stadtwachen nicht vorbei. Deswegen müssen wir die hier anscheinend meucheln. Weil es mir jetzt auch was schnurz. Mach mal Flammenwaffen an hier, komm. Und der Magier ist gleich tot, nein? Doch, alles klar. Das gibt Rache, los! Unfairer Kampf. Ja. Klapp. Tja, jetzt sind die Wachen wohl hinter uns her. Sehr schön, immer her mit ihnen. Hast du denn nie genug? Nein. Nein! Aber die wirklich, die Musik, die erinnert mich an Rayman 2. Ich glaube, in einem der ersten Levels, da klingt die genauso mysteriös. Das ja, anscheinend hat diese Kleidung eine Besonderheit, also die von diesem Ben da. Ich denke gerade an diese eine Austin Powers Szene, wo er gerade von seiner Kryogenie befreit wird. Also er war ja kryogenisch eingefroren und dann holt er seine Sachen ab. Und dann hat er ein gewisses Teil, was er nicht zugibt, hinterlassen zu haben. Was er dann später doch noch mitnimmt. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Eine große Penispumpe. Und sowas in der Art hatte ich gerade irgendwie... Es hörte sich irgendwie so nach an, nach dem Teil, was wir gerade aufgehoben haben. Was ich aber doch noch machen wollte, ist mal kurz an ihre... Was ist das denn? Ihre Waffen zu überprüfen. Rogier 1 und 2. Orlesianischer Beutelschneider. Ah, hört sich ja richtig geil an. Und das Schwert ist übelst heftig. 10 Schaden? Oh. Oh, die Musik ist aber so geil, Mann. Ich flipp gleich aus. Ehrlich jetzt. Herausragende Importware. Den Scheiß haben wir schon gehabt. Das ist Totenschmuck. Ja, ja, ja. Ist egal. So, die Stadtwachen sind schon hinter uns her. Also ist es anscheinend egal, ob wir erwischt werden oder nicht. Sir Wallys feinste Kleidung. Feinste Kleidung? Dieser Sir Wally war eindeutig noch nie in Olay. Den feralischen Schmuck hier ablegen? Ach so. Was ist das denn? Ach, ich kann hier Chaos stiften. Ach, so ist das. Jetzt kapiere ich das. Okay, ich habe eine Vermutung. Oder ich will mal was ausprobieren. Wir legen erstmal diesen Schmuck hier ab. Da wird er einiges zu erklären haben. Und wir stehlen mal hier die historischen Kostüme. Suchen wir nach einem besseren Verwendungszweck für sie. Ja. Es ist nicht ganz so hübsch, wie ich es in Erinnerung hatte. Vielleicht fällt uns für diese Dinger etwas Besseres ein, als sie einfach wieder zu verkaufen. Ja, und dann legen wir die Teile mal hier rein. Ranwalds Reliquien, als hätte er sie gefunden. Ehrlich mal. So, wir legen mal die Kostüme hier ab. Ich bin gespannt, wie er erklären will, was sie in seinem Laden machen. Und wir nehmen mal hier die gestohlenen Antiquitäten aus Tevinter mit. Da sind ja unsere Schmuckstücke aus dem Norden. Alles klar, müssen wir die überhaupt mitnehmen oder sowas? Ich kapiere das gerade gar nicht. Oder müssen wir wirklich nur irgendwie... Nee, wir müssen nur Chaos stiften. Wirklich, Chaos, Chaos. Aber wie Liliana sich verhält, ist schon ein bisschen krass. Die ist ja normalerweise eine richtig zierliche Dame. Nicht zierlich, ich meine eher lieb. Richtiges Kätzchen. Dass sie so böse ist, das hätte ich nie gedacht. Oder so böse war. Dann sehen wir uns die herausragenden Importwaren doch nochmal an. Ja, legen wir hier die Teile ab. Ich bezweifle, dass er noch viel Zeit für Erklärungen haben wird. Ja, alles klar. Das arme Denerim wird im Chaos versinken, wenn der Markt öffnet und sich gegenseitig des Diebstahls bezichtigt. Hallo. Fragen könnt ihr hinterher. Wie heftig sind die denn drauf hier? Ah, spürt die Flammen der... Nicht der Gerechtigkeit des... Chaoses, ja. Des Chaos. Ja. Und jetzt stirb. Alter, wo ist der Typ? Hammerhart. Hammerhart. Er steht einfach nur rum. Was ist das für eine Kacke hier? Hat er gar nichts hier an Taktik drin? Doch, Verteidigung. Verteidiger, Verhalten. Defensiv, oder? Ich weiß es nicht. Er muss eigentlich normalerweise mit uns hier mitkämpfen, ey. Kapier ich nicht. Ich glaube, ich sollte ihn mal ein bisschen mehr steuern, aber anscheinend, naja. Ich glaube, das ist jetzt auch so. Wir haben noch ein paar Aufträge. Bring das lose Mundwerk zum Schweigen. Oh ja. In einer Gesellschaft der Kriminalität darf keiner einen anderen verpfeifen. Deshalb, oh. Marjolaine war so hart zu ihrem armen Hauptmann. Ich frage mich, ob ich das vielleicht noch steigern kann.
Ach du Scheiße, jetzt glaube ich, was ich immer machen können bei dem Hauptmann. aber ja, wenn einer aus der Organisation fliehen will, dann muss er zum Schweigen gebracht werden. Es wird so aussehen, als hätte er sich im Dienst betrunken. Nicht schlecht für den Anfang. Ich frage mich, wie viel Schande er wohl ertragen kann. Okay, Ben Parents fragwürdige Unterkleider bei ihm hinterlassen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht den Vorschriften entspricht. Oh ja, ich auch. Nicht nur, dass er im Dienst umkippt, nein, er hat auch noch äußerst fragwürdige Dinge bei sich. Das ist wirklich eine Schande. Es ist zumindest ein Anfang. Ein Anfang, sagt sie. Wieso kann ich hier nicht ausziehen und ihm das direkt so anziehen, damit er hier nackt mit diesen komischen Sachen rumliegt? Das wäre noch geiler. Es denkt ihr wohl, wie das Gekreische losgeht, wenn die Damen morgens aus dem Haus gehen und dann... Was hat der denn? Die erste wird sich noch fragen, oh, kann ich den vielleicht noch mit in mein Haus überreden? Und dann, wenn die zweite kommt, oh nein, 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 was ist das hier für ein Typ? Ach, ihr wisst, wie ich das meine. So. Du willst uns wohl verpfeifen. Da ist ja unsere Plaudertasche. Hi. Erledigen wir ihn, als Warnung. Alles klar, hi. Wer? Jovie Maris? Oh nein, es hieß doch, mir geschieht nichts. Tja, das ist eure eigene Schuld. Darüber hättet ihr nachdenken sollen, bevor ihr Lügen verbreitet habt. Ich gehe nicht zurück. Niemals. Soll mir recht sein. Alles klar. Den kriegt ihr mal aufs Maul. Los, gib ihm. Steinfaust, geil. Und flach. Das ist das Mindeste, was herausspringen sollte. Wenn wir uns anstrengen, könnten wir noch besser abschneiden. Wir könnten aber auch Marjolaine aus der Taverne ein Zeichen geben und von hier verschwinden. Aha, also können wir noch mehr machen. Oh, wir können hier seinen Leichnam noch mitnehmen. Bastard Dorn. Oh, der ist sogar noch ein bisschen besser. Nein, wir kriegen dadurch Geschicklichkeit. Teil der meisterlichen Lederrüstung. Ein Teil einer orlesianischen Lederrüstung. Okay, ich nehme erstmal den Leichnam mit. Wie kann man von so miesem Essen nur so schwer werden? Ach komm, man findet nirgendwo bessere gekochte Innereien als in Ferelden. Hä? Gekochte Innereien? Hey, wir bewegen uns frei. Wer hat das denn gemacht? Okay, ich glaube, ich weiß jetzt, wieso die nicht immer hinter uns herlaufen. Kann ich ihm noch hier die Leiche unterjubeln? Haben wir dem Mann denn nicht schon genug angetan? Ich frage mich, wie viel Schande er wohl ertragen kann. Ja, Jovies Leichnam neben den Hauptmann der Wache liegt. Boah, das ist ja mega noch perverser, hallo? Neben einem Toten aufzuwachen, wird seine Lage wohl kaum verbessern. Glaube ich auch nicht. Das wird Marjolaine gefallen, aber... Wie weit würdest du denn noch gehen, Mädchen? Ja, was können wir denn noch machen? Die Kampfrüstung, Marjolaines Rachefeldzug. Gibt es denn hier noch irgendetwas, was wir klauen können und den unterjubeln können? Das wäre mal mega geil. Das macht mir jetzt richtig Fun. aber Liliana, dass du so böse bist. Oh. Es ist scharf. Ja, das macht einen scharf. Gibt's doch zu, darauf stehen wir, Männer. Ja, böse. Böse Weiber, ja. Zwei Waffen geschickt, soll ich das machen nehmen? Oder Doppelschlag? Ne, Unruhe. Unruhe auf jeden Fall. Das ist natürlich ein bisschen langweilig für euch. Doch. Muss man hier natürlich auch mal zwischendurch ein paar Sachen verteilen. Bedrohen, na komm, bedrohen ist gut. Er hier, er darf auch mal ein bisschen mehr Magie haben. Jawohl. Das ist natürlich total langweilig, aber ja. Los, nimm doch irgendeinen Scheiß jetzt auf. Ich will jetzt weitermachen. Nein, wir haben immer noch nicht genug. Und hier auch zu wenig. Ach nee, Level 12 brauchen wir dafür. Dann machen wir Arcaner Schild. Oder nicht Arcaner Schild. Arcaner Schild ist doof. Nimm euch Erdbeben, alles klar. So. Ist denn hier drin, ne? Hoffentlich auch was wir benutzen können. Nein, ich glaube nicht wirklich. Jedoch haben wir noch nicht den ganzen Teil vom Markt abgesucht. Ah, die Musik ist so mega geil. Ich will dazu abdancen. Mann. Oh. Da hinten sind auch noch welche. Hallo? Oh, was habe ich denn getan? Ich bin nur ein armes Mädchen. Hallo? Böse, böse, böse. Ob ich hier irgendwelche Sachen machen würde. Tack, geh mal da weg, ey. Du stehst total im Weg. Du kannst dann erstmal derbe deinen Scheiß hier verprühen. Ja. Und er hier, ach, du willst auch aufs Maul. Ja, komm, kannst du haben. Den hier. Blitz! Ha.
Hat sie eigentlich noch einen Bogen? Sie hat auch einen Bogen, ach so. Sie hat auch noch einen Bogen, das habe ich gar nicht gecheckt. Ist das ein guter Bogen? Oh, naja. Mort de Glace-Szene. Die Orléansianer sind ja also französisch angehaucht. Und wenn man das Spiel hier auf Englisch stellen würde, dann hätte Liliana auch so einen französischen Akzent. Oh Mann, der klingt noch sexier. Das glaubt ihr gar nicht. Jetzt erscheint mir Liliana in einem ganz anderen Licht. Ich habe den DLC wirklich noch nie gespielt. Und jetzt, oh. Ich will sie nochmal auf Englisch hören, auf jeden Fall. Ja, die kommt ja, wenn ich es mal vorwegnehmen darf. Da ist eine Art Lager. Ich frage mich, wer hier wohl was verstecken wollte. Ach, Beutel der gemeinen Manche Magier. Leute schätzen ihre Privatsphäre. Der Gemeinschaft der Magier, ja, okay. Gleich. Notiz der Gemeinschaft. Eine kurze Notiz, die Hinweise auf den Fundort eines versteckten Lagers gibt, das zur Bezahlung irgendeine Belanglosigkeit angelegt wurde. Eine Gemeinschaft von Magiern? Wusstest du davon, Sketch? Sie sind bedeutungslos. Meistens jedenfalls. Meistens jedenfalls, okay. Lass mir den Dreck von der Straße! Ja, los! Mach den Dreck von der Straße weg! Ha! Unter der Gürtellinie! Warte mal, hat sie gerade dem in die Eier getreten oder was sollte der Move darstellen hier unter der Gürtellinie? Geil! Das macht man mega funny, eh? Ich habe genug! Ja, ich habe auch genug! Flap! So, wir haben jetzt alles hier erkundet, das ist natürlich ein bisschen doof. Ich will dem Typen noch ein bisschen mehr Schande zusprechen, zuschreiben lassen. Egal. Vielleicht könnte man ja auch noch hier die Sachen ausräumen. Oh. Ich hätte gedacht, man könnte die Sachen nochmal rausnehmen und dem Typen, also dem Hauptmann da, noch dazulegen. Ansonsten können wir jetzt nichts mehr anstellen mit diesem Lager, oder? Halte die Augen offen nach weiteren Hinweisen und befreie diese feralischen Magier von ihrem westlichen, weltlichen, ach, von ihrer weltlichen Bürde. Ach so. Hauptsache das Licht. Ihr müsst es euch jetzt so vorstellen, als ob er hier mit so, mit Strapsen einfach auf nackt auf dem Marktboden liegt, der eigentlich total dreckig ist, Boden, und dann liegt hier noch so ein Toter neben ihm. Ey, das ist immer mega heftig. Stellt euch vor, ihr würdet so aufwachen. Boah, ich würde durchdrehen. Ach Gott, nein. Nicht vorstellen, nicht vorstellen. Oh, oh. So, ich glaube, Marjolaine können wir jetzt rauslocken. Marjolaine, wir sind fertig. Ich werde es tun. Marjolaine? Marjolaine! Spiel jetzt nicht mit mir! So macht man das. Oh, meine Schöne. Ganz außer Atem. Und deine Frisur. In Orlais wäre das ein Skandal. Und das liebst du ja. Das klingt, als würdest du es auch lieben. Und genau so willst du mich doch haben, oder? Du denkst also, du weißt alles. Auch welche Strafe mein armer Hauptmann verdient hat. Hättest du ihn gekannt, wärst du noch viel weiter gegangen. Aber genug der Ablenkung. Jetzt habe ich etwas Besonderes im Sinn. Lem? Ja, Marjolaine? Sorge dafür, dass sie alles bekommt, was sie braucht. Wir werden heute Nacht nicht zur Ruhe kommen. Aha. Wie lautet der Auftrag? Lass mich nicht im Unklaren. Welches Ziel hast du für uns ausgesucht? Alles zu seiner Zeit. Im Moment musst du nur wissen, dass wir uns eine besondere Pause verdient haben, sobald alles erledigt ist. Bereite dich vor und komm dann zu mir zurück. Aha, ich rüste mich aus und bereite mich vor. Du wirst nicht lange auf mich warten müssen. Okay, anscheinend können wir uns jetzt hier bei dem Typen ausrüsten lassen. Sehr interesting. Immer da, wo das Geld ist, was? Ihr würdet es wohl kaum anders wollen, Kleine. Und Marjolaine will das Beste immer in Reichweite haben. Aha. Zeig mal dein Zeug. Lass mich mal sehen, was ihr gefunden habt. Nur, was kann man hier nehmen? Oh, die praktischen Platten. Kann ich mir das jetzt schon... Ach, doch, ich könnte es mir kaufen. Jedoch irgendwie useless. Geisterhände, aha. Kann ich jetzt allen meinen Gefährten jetzt hier aufdrücken? Irgendwie ist das... Nee, weiß ich nicht. Brauche ich nicht wirklich, oder? Nee. Höchstens die Brandbombe. Hört sich geil an. Schwacher Wundumschlag. Komm, die kann ich nehmen. Ich habe ja schon 10 Gold. Also das ist jetzt hier kein Problem. Obwohl diese Verzaubererrobe und eben vergleichen mit Wässermagier. Ich glaube Sketch. Ja, Kantorrobe. Er hat nur eine Kantorrobe. Da
Dann hole ich mir mal die Oberverzaubererrobe. Wir werden mit dem noch anscheinend noch viel Spaß haben mit den beiden. Also verpasse ich ihm ja erstmal die Rüstung. Was heißt hier Rüstung? Die Robe? Oh yes, das sieht schon viel sexier, weiß ich nicht. Sexy sieht das eh nicht aus, aber ja, besser aus. Und ja, mehr brauchen wir eigentlich auch nicht. Unsere Dolche abgelegt. Was soll denn der Scheiß? Ich drehe hier gleich durch. Nein. So, alles klar. Ansonsten brauchen wir auch nichts mehr, oder? Hier diese Lammfellhandschuhe, Schnallenleder. Königshofschuhe, hört sich schon geil an. Nein, wir brauchen nicht mehr. Also momentan. Alles klar, Marjolaine. Wo geht's denn jetzt hin? Bist du jetzt bereit, Liliana? Die Nacht schreitet voran und unser Ziel ist äußerst beeindruckend. Oui, oui. Lass uns sofort aufbrechen. Mein Können ist alles, was ich brauche, Marjolaine. Ich bin immer bereit. Genau das, meine Schöne, wollte ich hören. Heiliger Stein. Man kann doch nicht nach Denerim kommen, ohne das Anwesen des Aals zu besuchen. Du bist verrückt. Der Aal ist nicht hier und ein Großteil der königlichen Wachen scheint mit irgendwelchen Problemen auf dem Markt beschäftigt zu sein. Unser Auftraggeber möchte einfach nur, dass wir einen Einbruch vortäuschen, um einige belastende Papiere zu hinterlassen. So wird niemand vermuten, dass sie gerade erst hier deponiert wurden. Oder befürchtest du vielleicht, dass du dieser Aufgabe nicht gewachsen bist? Was soll das denn? Wie lauten die Details? Hast du sonst noch etwas für dich behalten? Was das für Papiere sind und wer uns angeheuert hat zum Beispiel? Ich glaube, es sind Zahlungsbelege, die auf einige Geliebte hindeuten. Und du weißt ebenso gut wie ich, dass wir die Spieler nicht kennen müssen. Wir lassen die Adligen entscheiden, wem sie die Schuld geben wollen. Wir sorgen nur dafür, dass das Spiel beginnt. So ist es. Jetzt teilen wir uns auf, um die Wachen voneinander zu trennen, suchen uns einen netten Weg ins Innere und platzieren die Papiere so, dass sie gefunden werden, ohne dabei zu auffällig zu sein. Und zwar im Schlafzimmer. So wird es schön persönlich. Lass mich nicht warten. Ja klar, ins Schlafzimmer einbrechen. Wir aus den Schatten. Wir brauchen ein wenig Chaos, um unser wahres Ziel zu verschleiern. Könnten wir das vielleicht tun, ohne eine Spur zu hinterlassen, die direkt zu uns führt? Immer auf der Suche nach einem sicheren Ausweg. Was, Junge? ja, in das Schlafzimmer einbrechen ist natürlich sehr riskant. Ich wette, genau dann, wenn wir im Schlafzimmer sind, müssen wir uns unter dem Bett verstecken, weil der Aal dann wieder nach Hause kommt. Welcher Aal, weiß ich jetzt nicht. Der Aal von Denerim ist der... Oh Gott. Aalhau, oder nicht? Ne, ich weiß es gerade gar nicht. Egal. So. Mal gucken, ob wir jetzt wirklich hier reinschleichen können. Ich befürchte, es klappt nicht. Aber gut, ein bisschen kennen wir uns ja hier schon aus. Den ist ja einer. Wie machen wir das denn hier? Ich hab mich mal hier ein bisschen... Eindringlinge! Ey, du kannst mich doch nicht sehen, Alter. Bist du scheiße oder was? Christine! Scheiße entdeckt! So eine Kacke. So, kommt mal an den Start, Jungs. Braucht ihr mal doch eure Hilfe. Na los, gib den... Oh, wo rennst du denn hin, Alter? Mach doch einfach hier direkt derbe Flammenschlag. Los, sterbt! Du wärst mal Lied des Heldenmutes, ja. Keine schlechte Idee. Und den habe ich jetzt. Nice. Hattet ihr auch den Eindruck, dass diese Wache besser ausgebildet war? Und die Uniform war auch viel schicker. Vielleicht Soldaten im Dienste des Aals. Ein Grund mehr, ihre Leichen so loszuwerden, dass niemand sie findet. Ja, anscheinend kann ich hier den Leichen auch direkt mitnehmen. Wo tue ich dir denn hin, die Leichen? Ist ja klar, dass man hier irgendwelche Sachen mitnehmen kann, aber direkt Leichen? Okay, naja gut. Das hat man ja auch in Origins gemacht, indem man so ein paar Leichen versteckt hat oder in den Brunnen geworfen hat, aber hier gibt es keinen Brunnen, also müssen wir die vielleicht... Hey, wir könnten die da im Schlafzimmer vielleicht platzieren. Mal gucken. Jawohl, das Kürbisfeld und hier, ja, Garten und da frisch gepflückte Erde. Ne, frisch gepflügte, achso, nicht gepflückte, gepflügte. Nein, es sind mehrere Typen, scheiße, schnell. Hinter der Ecke verstecken. Round the corner. Und jetzt kommt der andere Typ hervor und dann geht's auf den Sack, genau.
So, am besten wäre es, wenn wir genau da Feuerball machen. Bam! Ja, geil. Und frisst den hier, Alter. Flammenwaffen kann ich auch mal aktivieren. Na los, gib ihm. Ja. Genau so muss es funktionieren. Genau so, nicht anders. Gib ihm. Und am besten noch eine Steinfaust hinterher. Los. Geil. Geile Sache, ey. Wieder einen Leichnam, ja. Oder sollen wir die wirklich einfach in der Erde vergraben? Hier war ja irgendwo... Wir könnten die Soldaten in der Erde verschwinden lassen. Ach ja? Und wessen Rücken muss dafür wieder herhalten? Ah, du da. Deiner hier. Ein guter Ort, um etwas zu verstecken. Wenn man gerne gräbt. Hier die Soldaten verstecken. Damit sind sie aus der Sichtweite. Bist du jetzt glücklich, Sketch? Naja, beruhigt. Ach jo. Oh, ich bin langsam müde. Scheiße. Wir haben erst 20 vor 8. Schnell noch eben den Part hier zu Ende drehen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon am Aufnehmen sind. Oh, wir sind jetzt schon 31 Minuten am Aufnehmen. Ja gut, dann würde ich sagen, beende ich hier mal die Folge. Ich bin der Endgang. Wir spielen Dragon Age Lilianas Lied. Hoffe, euch hat der erste Part hier gefallen. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn euch der Part gefällt, dann drückt auf Gefällt mir. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, wo wir dann weiter hier hier einbrechen. Ach, können wir hier schon rein? Offenes Fenster? Ach so, alles klar. Jetzt hätte ich mich hier beim Dienstboteneingang hier reingeschlichen. Alles klar. Bis dann. Tschüssi.